So, da bin ich wieder zu einer weiteren Folge Mafia 2. So, wir waren hier. Wo zum Teufel bist du? Alter, ist das laut und vor allem, wieso macht er mir so viel Damage? Und wieso ist keine Musik? Ach genau, habe ich ja ausgeschaltet, verdammt. Naja, egal, wir machen das. Alter, okay, jetzt ein bisschen arg leise. Sorry Leute, ich muss hier ein bisschen optimieren. Ich habe das lange nicht mehr gedrückt, das Spiel, also Mafia 2. Wir müssen, weißt du noch, dass wir schon nach unten helfen müssen. Nee, nicht unten. Mein Gott, dass wir ihn retten, Mann. Alter. Wie gefällt dir das? Na los! Hä? Willst du mich verarschen? Wo ist der denn? Komm hier, ich werde nach unten. Müsste ich doch eigentlich können, oder? Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen. Aber hier unten ist nichts. Naja, egal. Okay, Joe, ich komme. Ich werde es hier rumballern. Leg deinen Arsch hier rüber, Vito. Ja. So. Ja, Mann. Scheißdreck, ey. Okay. Alter, wieso? Ah, egal, wir müssen aber nochmal. Ah, ich habe das noch nicht mehr gespielt, dieses Spiel hier, aber ich will das jetzt hier mal enden, weil wir sonst vielleicht merken, dass wir gehen. Wo zum langsam. Teufel bist du? Ah. Hey, Barbaro will abhauen! Scheiße. Ja. Okay. Mann, ey. Gibt's ja nicht, ey. Mein Gott. Da laden wir mal eben nach. Der müsste sich hier finden. Boah, da. Geiler Schuss auf jeden Fall. Into the head. So. Komm, Joe. Wo bist du? Ja, da, der feine Herr, ne? Wartet da oben. Naja. Okay, war keiner. Kann ich hier irgendwie rein? Nö. Okay, schade. Ah. Ja, aber... Ich hab was im Auge wieder. So. Wie gefällt dir das? Los! So gut gefällt mir, dass das gerade mein Zeigefinger einfach ausgerutscht ist. Sorry, tut mir echt leid. Das kann ich ein bisschen eine Schrotflinte. Ah, und sterben gleich, weil ich so blöd ins Feuer renne. So, Joe, komm. Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen. Ja, dann geht er hoch. Alter, ey. Fuck. Alter, bin ich jetzt blöd zum Schießen oder was? Boah, ey. Weg mit dir. Boah, das ist scheiß Scheinwerfer hier. Alter. Krasse Sache, ey. Was besser zielen kann. Okay, gut, das kann ich besser zielen. Aber das hier eventuell. Wow. Nicht cool. Okay. Okay. Ja, mein Karte probiert ja wieder in so eine Kiste reinzuklettern. Das wird immer voll gut gehen, vor allem bei dem. Ja, jetzt hat die Fresse Fresskarte, ey. Ich höre dich nicht erst mehr gerade, das ist nämlich voll geil. Voll wuschelig. So. Wo ist denn hier noch? Da hinten. Ja. Bam. Richtig schön durch den Kopf. Oh. Okay. Wieso überlebt er das denn? Das ist ein fucking Magnum. Okay. Magnum ist übrigens auch geil. Kennt ihr das? Voll geil. So, ein bisschen off-topic reden. So, hier, Thompson nimmt natürlich sehr gerne mit. Hier in Mafia 2. So, ah, hier ist noch eine Thompson, die nehmen wir natürlich auch nochmal mit.
Und der Grease Gun nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So, die Frage ist, wo geht's jetzt lang? Erstmal möchte ich hier die scheiß Scheinwerfer wegmachen oder diese Lichter halt. Und auch das nächste Jahr, guck mal, kann ich auch wegmachen. Boah, Alter. Ja. Okay, das Licht kann ich nicht wegmachen, das ist die Sonne. So. Granate nehmen wir natürlich mit. Oh. Boom. Warte mal, kann ich das Fass irgendwie gegen meine Feinde verwenden? Das ist eigentlich voll lustig, wenn ich so runterrollen, die damit so alle wegbäm. Okay, scheiß drauf. Ja, laden mal eben nach, mein schöner Vito. So, hier ist nix. Außer ein scheiß Scheinwerfer. Und so ein Ding. So, hier geht's anscheinend nicht lang, oder? Nö. Okay. Dann, Alter, das ist doch hier... Das ist doch hier nicht feierlich. Okay, okay. Boah. Alter. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ist hier irgendjemand? Okay, okay, okay. Den schnapp ich mir jetzt. Hier ist er. Komm raus. So, weg mit dir, ey. Okay, warte, ich nehme jetzt mal eben. Was nehme ich denn jetzt? Hier, das da. Oh, warte mal, lad zuerst nach. Okay, und jetzt werfe ich immer eben eine Granate runter. Mit. Hoffentlich. Und am besten hier nochmal. So, dass hoffentlich ein paar Feinde zumindest dann wirklich erwischt werden. Aha, Joe, ich habe eine Entdeckung. So, ja. Ist ja noch nicht gefährlich oder so, wenn man einfach mal mit einem anderen eine Scherze erlaubt und einfach mal von dem die Deckung wegnimmt. Das ist vollkommen unbedenklich. Wow. Ach, guck mal hier. Der lebt doch noch, oder? Ja, da ist er. Hab ich ein bisschen rumgezappert, einen epileptischen Anfall. Okay. Weg mit dem. Ey, wo ist der denn? Da oben ist auch noch einer. Das habe ich nicht nötig. Was hast du nicht nötig, mich umbringen? Oh Scheiße. Ich will nicht sterben. Bitte. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Kumpel. Oh, Alter. Krasse Nummer, Joe. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Ja. Mann, ich rette dich gerade und du beleidigst mich auch noch. Mein, was ist mit dir los? Du bist Vito, kein Freund für mich. Die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. So, da. Verdammt, Mann. Gib mir ein Auto. Ja, ich fahre noch Leute an, weil ich kann. Autodiebstahl im Gange. Komm, nehme Verfolgung auf. Scheiß drauf. Alles klar. So was von egal, ob hier irgendwelche Autos geklaut werden. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. Der Greco fliegt dich wieder zusammen. Ja, natürlich. Verdammt, jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Hey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose voll blutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen auf einen Komiker zu machen. Ja. Aber ich find's auch nicht toll, wenn er die... Aber wie will er denn die Hose voll blutet, wenn er hinten sitzt? Das will ich mir gerne wissen. Okay. Naja. Ja, wir müssen jetzt zu El Greco, weil Joe sich anscheinend die Rippen gebrochen hat, eben atmet. Das hat ja auch
Das muss doch voll krass sein. Ich habe mir noch nie was gebrochen, aber ganz ehrlich, ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und das Scheiße, wenn man sich mal vorstellt, bei jedem einzelnen Atemzug tut die Brust weh. Das ist bestimmt auch so ein Gefühl, das will keiner haben, ey. Bei meinem Atmen, weil wenn allein schon wenn du nicht atmen kannst, bist du ja voll in Panik. Aber wenn du dann noch mal Schmerzen bekommst beim Atmen, naja, ich will ja auf jeden Fall das nicht erleben. So. Show, Alter, warum? Mann, ey, wieso lässt er sich denn auch so leicht immer überwältigen, Mann? Ich meine, Vito wurde einfach durch die Cops einmal überwältigt und ins Gefängnis gesteckt. Und Joe, der kann die auch einfach abknallen, wenn die den wenn die den mitnehmen, einführen. Weißt du, bitte in seinem Auto können auch seine ganzen Waffen holen. Naja. So, Greco befindet sich hier, kann ich irgendwie drüber schanzen. Nö, aber ich kann ja richtig geil reindriften. Komm ich einfach durch. Ja. Freut dem Arzt bestimmt. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spucke. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja. Aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito. Danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Ja, bin gelaufen für Joe. Das ist ja nicht 1005. Ach so, schön, dass es jetzt Bruno bringt. Verdammt. Mann, ich dachte, wir werden jetzt reich. Aber, naja, Geld bringt halt wie gesagt. Das macht jetzt zwar nicht arg viel. So, wir müssen zu Bruno. Und ich denke, ich muss jetzt hier so leben, auf die Karte ist, weil ich immer noch an GTA San Andreas gewöhnt bin. Ja, fahre ja in meinem Gegenverkehr. Nicht so schlimm, ne? So. Ich hoffe mal, Bruno weiß nicht, ein bisschen in der Woche geschafft. Wieso ist denn eigentlich kein Waypoint? Da müssen wir vielleicht... Wieso ist denn da kein Waypoint? Ach, verdiene. Ja, wegen den scheiß 200 Dollar. Ach, Mann. Ach, nee, so ein scheiß Laden. Nehmen wir doch gleich einfach mal mit. So, ein Rückwärtsgang. Oh. Verdammt, komme ich jetzt hier noch gescheit durch? So, neue Lieferung. Ein paar Pappkisten. Hallo. Suchen Sie etwas Bestimmtes, Sir? Ja, Geld. Was will der denn jetzt hier schon wieder, ey? Mit einer Waffe haben sie hier Alter, nichts verloren. Zwei Schuss. Der hat genau zweimal auf mich geschossen und ich bin tot. Ich meine, es ist vielleicht realistisch, aber in dem Spiel finde ich das irgendwie scheiße. Ah, nee, so. Nee. Scheiße. Ja, ja, verdiene. Mann, nee. Das ist eine Autopanne. Bitte, lasse mich leben! Ja, komm, dann lass mal jetzt echt mal in Ruhe, weil ich auch keinen Bock auf holen. Aber sonst wär's dran, ne? Das weißt du, ja, Jaumo in der Marsch. So, dann gehen wir einfach mal jetzt. Weil das ist ein kleines Geschäft, lohnt sich gar nicht, weil ich glaube, da verdiene ich keine 200. Das heißt, da macht man immer so 50, glaube ich, so ungefähr. Das heißt, ich müsste dem... Alter, demnach... vier Läden ausrauben. Naja, gut, ich meine. Unser Ding. Wie heißt denn das? Wird jetzt Verbrechen aufgeschrieben werden. Ach, keine Ahnung, unser Verbrechensblatt. Ich muss jetzt mal. Ist ja sowieso schon wahrscheinlich über ein paar Bücher voller vier Einträge. Das können, glaube ich, Vito mal
Richtig derbe. Bitte, Sir. Ich bin schon vergeben. Bitte, Sir. Waffen sind... Mit einer Waffe haben Sie hier nichts verloren. Oh Gott. Jetzt wieder Helden spielen. Erbarmen, per favore. 191. Zahl Bruno sein fucking Geld zurück. Wir haben jetzt... Sauber. So. Na, geht doch, ey. Ganz ehrlich. Aber das ist eigentlich ganz cool. Ich habe das eigentlich schlecht in Erinnerung. Oder das ist nur bei Tankstellen. So, bei Tankstellen gehen ich ironischerweise nur 50. Wobei die Preise da auch relativ billig sind. Ich glaube 3 Cent pro Tankgang. Aber ich weiß nicht, wie das realistisch war damals. Ich glaube mal eher nicht. Aber wenn das realistisch war, dann möchte ich in der Zeit leben. Ich habe zwar noch keinen Führerschein, aber ich glaube, das ist, wenn ich dann einen habe, ziemlich immer erleichtert. Also erleichtert das Leben. So, hier wieder die ganze Strecke, da man richtig rasen kann. Ich schwebe ein bisschen. Wow, Alter. Ich dachte, wenn ich durchfahren. Hallo, liebe Polizei. Zum Glück macht ihr auch was, wenn ein Auto ganz lang unterstützt. Kann ich nicht einfach hier wieder hochgehen? Alter, war das ein krasser Sturz. Also sowas belebt man bei Real Life auch nicht, Leute. Also kommt nicht auf dumme Gedanken. Alter, was? Der ist in mich reingerast. Okay, ich war vielleicht auch auf der falschen Straßenseite, aber trotzdem, der ist in mich reingerast. Scheiß drauf, ich fahr jetzt zu Bruno. Weil ich darf jetzt kein Geld mehr verlieren. Sonst muss ich nämlich nochmal einen Laden überfallen und das muss nicht sein. So, 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 so. Und boom, los geworden. Ja gut, hier kriegen die mich sowieso nicht, auch wenn ich doch die Bullen habe. Ich bin einfach auf der Strecke viel zu viel. Okay, ja. So, überraschenderweise ist mein Auto stehen geblieben, ne? Also ist kein Unfall, kein Auffahr oder sonst was. Hallo, liebe Polizei. Zum Glück haben die mich auch nicht versucht. Alter, was wollt ihr denn, Mann? Arschlöcher, ey. Sehr ehrlich. Das hängt ja nicht so an. Okay, falls ich so war. Das hat mich ja interessiert, welche Werbung die Mafia 2. Also war Andreas hinterher nicht ganz lustige. Mafia 2 bin ich noch nie, habe ich noch nie geguckt. So. Jetzt ist es dann bei 17 Minuten. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt schon rausgegangen, zum Arzt gefahren. Wir sind wieder bei 17 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Ah, da. Hallo, liebes Taxi. Aha. Weil sag ich, der voll die kaputte Karre hat und das Taxi rappt so ein bisschen. Hat dran so ein bisschen in die Seite. Ich lache voll aus. City Paul. Achso, nee, warte, die sind ja gar nicht richtig. Ich meine, ich bin auch gar nicht so Derek, dieses Arschloch, ey. Derek hat mich dann nur betrogen und hat meinen Vater umgebracht. Das ist echt nicht toll. Nicht sozial, lieber Derek. So, ich will zu Bruno, der sich hier irgendwo befindet. Glaube ich. So, ja, genau, warte. Das ist jetzt mein Parkplatz. So. Hallo, lieber Bruno, ich möchte dir das Geld zurück. Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac.
Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Hm, deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Ich traue dem nicht. Mal dann schon die Musik, die da hinter im Hintergrund lief. Hm. Ist das nicht der... Oh, Kapitel 15. Kapitel 15. Persperat Astra. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Österreich, 26. September 1951. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Mit Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Okay. Also sagen wir, ich trau dem nicht. Und es war doch der uns am Anfang das Geld gegeben hat, also geliehen hat, wo die Schwestern bedroht durch diesen einen Typen. Dieser eine Typ war nicht sehr freundlich. Und ich glaube, wir werden Bruno noch mal irgendwann sehen. Ich muss erstmal durchlüften, es stinkt ja. Und ein Getränk geben. So. Ich würde sagen, bevor wir in Kapitel 15 richtig durchstarten, habe ich aus Versehen den Trigger als Film. Ja, hallo? Vito? Hier Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. So, ich laufe jetzt mal lieber nicht, bevor ich ihn noch immer aktiviere. Ich würde sagen, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Kapitel werden wir in Kapitel 15 durchstarten. Und bis dahin, ja. Keine Ahnung, guckt andere Videos an und bewertet vor allem dieses Video. Das ist mir relativ wichtig, damit ich weiß, ob ich mich verbessern kann, soll. Was ich sowieso immer tue, automatisch die Aufnahmen. Oder ob alles gut ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge von Mafia 2.